Werde ich deine Fragen beantworten. Ihr habt mir Fragen auf YouTube und auf Instagram und per E-Mail gestellt und ich möchte so viele Fragen wie möglich beantworten. Falls die Zeit nicht reicht, nicht traurig sein, wir können immer wieder solche Videos machen. Ich sitze hier vor Haufen von einem Grundzeug. Morgen haben wir bereits eigentlich den ersten Advent. Ihr werdet auch das morgen sehen, das Video. Ich filme am Samstag. Und ja, ich habe noch gar keinen Adventskranz, ich habe noch gar nichts dekoriert. Irgendwie war dieses Jahr komisch, ich hatte auch irgendwie keine Stimmung mit dazu. Aber heute ist die höchste Zeit und ich habe gedacht, wir machen Q&A, also Questions and Answers. Und parallel mache ich meinen Adventskranz. Mal schauen, wie das läuft. Ich werde jetzt die Fragen aufrufen. Ich habe jetzt keine besondere Reihenfolge. Und die erste Frage ist von Uhu Alleskleber. Hallo Nadja, denkst du, dass Montessori-Pädagogik zu jedem Kind passt und gibt es da Unterschiede im Temperament der Kinder? Deine Kinder wirken sehr ausgeglichen und kooperativ und da passt der Montessori-Ansatz ja ganz toll. Ist das Zufall oder meinst du, diese Stimmigkeit rührt von diesem Erziehungsstil und alle Kinder würden die Angebote so schätzen und annehmen? So, das ist eine tolle Frage. Als erstes möchte ich aber sagen, das, was ihr auf Social Media, in sozialen Netzwerken seht, die Kinder werden ausgeglichen, die Kinder werden ruhig und entspannt. Natürlich filme ich meine Kinder, wenn sie ausgeglichen, ruhig und entspannt sind. Aber wir haben natürlich auch andere Momente. Lasst euch nicht täuschen von dem, was ihr auf sozialen Netzwerken seht. Normalerweise postet man ja nur Highlights des Tages. Überlegt mal, wenn man auf Instagram geht, da sind wahrscheinlich ein, zwei Minuten aus dem Leben dieser Person. Und da sind natürlich nur die Highlights. Deswegen lasst euch nicht von dem täuschen, was die YouTuber oder die Instagrammer zeigen. Meine Kinder sind genauso wie deine Kinder. Was die Frage angeht, ob Montessori-Ansatz zu jedem Kind passt, denke ich ja, weil der Montessori-Ansatz ist eigentlich kindesorientiert. Man schaut sich dieses individuelle Kind an. Was sind seine Bedürfnisse? Was sind seine Wünsche, was sind seine Entwicklungsschritte und von diesem Kind ausgehend formt man die ganze Umgebung und die ganze Beziehung mit diesem Kind. Das heißt, egal welches Kind es ist, ja, sei es ein besonnenes Kind, sei es ein Kind, was starken Willen hat, diese ganze Pädagogik passt sich diesem individuellen Kind an und die Erzieher passen sich genau dem Kind an und gehen auf die Bedürfnisse dieses Kindes an. Es geht jetzt nicht nur um die Aktivitäten, ja, um die schön angerichteten Tabletts, um diese Aktivitäten, die man sehr oft sieht. Es geht eher um diese Beziehung mit dem Kind, sehr respektvolle Beziehung. Man schaut das Kind als eine Einheit an, als eine Persönlichkeit, was sich eigentlich selbst formt, ja, weil Maria Montessori sagt, dass das Kind ist ein Bildner eigener Persönlichkeit. Es gibt noch dieses bekannte Zitat von Maria Montessori: Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger. Vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengung zu. Denn daraus kann ich lernen. Also ich finde dieses Zitat ist wundervoll von Maria Montessori und sie sagt, alles über die Montessori-Pädagogik. So, How Gloria hat gefragt, ich würde mich für das Thema sanftes Abstillen interessieren. Wie ist deine Meinung dazu, beziehungsweise du stillst ja, glaube ich, eines deiner Kinder noch. Wie hast du dein großes Kind abgestillt? Das sanfte Abstillen geht auf jeden Fall. Ich habe sogar überlegt, so ein Video zu machen zu diesem Thema. Wenn dich dieses Video interessiert, schreib mir unbedingt in den Kommentaren. Ich hätte sogar überlegt, zwei Videos zu machen, wie ich mit dem Stillen begonnen habe. Das war ein sehr schwerer Start für mich. Und mit dem Abstillen, also wir sind jetzt in den letzten Zügen mit Andreas. Auf jeden Fall ist es eine Kommunikation zwischen dir und deinem Kind sehr, sehr wichtig. Es ist nicht so, dass nur du entscheidest, jetzt habe ich genug, jetzt will ich abstillen. Du musst es natürlich
mit deinem Kind absprechen und ihm auch Bescheid geben. Je nachdem, wie alt das Kind ist, also in so einem Alter wie Andreas, ist es natürlich viel mehr Verständnis da. Man kann auch verschiedene Bilder malen und sagen, in 2 Wochen schließen wir Stillen ab und du redest immer mit deinem Kind, weil das ist eine gemeinsame Entscheidung. Und zu der Frage, wie ich meine Tochter abgestillt habe, da musste ich sie abstillen, weil ich bereits schwanger war mit Andreas. Also meine Tochter habe ich 16 Monate gestillt und die Frauenärztin hat gesagt, ich soll sie nicht mehr stillen, weil beim Stillen wird ein Hormon produziert, was eigentlich zu Wehen führen könnte. Und deswegen ist es eigentlich gefährlich, wenn man bereits schwanger ist, noch weiter zu stillen. Und deswegen mussten wir abstillen. Im Prinzip der Prozess des Abstillens fängt bereits mit der Einführung von Beikost an, weil mit Beikost langsam ersetzt du die Stillmahlzeiten. Und so war das auch bei meiner Tochter. Tagsüber habe ich sie nur morgens, mittags und abends gestillt. Und nachts musste sie nicht mehr gestillt werden. Und das waren die 3 Mahlzeiten. Und langsam, sehr langsam, innerhalb von 3 Monaten, muss ich schon sagen, innerhalb von 3 Monaten haben wir uns von diesen 3 Milchmahlzeiten getrennt. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Erwarte nicht, dass du jetzt einfach von heute auf morgen aufhörst. A, ist es nicht gut für das Kind. B, ist es nicht gut für dich, für deinen Körper, für deine Brust, für deine, ja, man kann ja auch Schwierigkeiten bekommen mit der Milch. Deswegen muss es langsam sein und stell dich auf sehr langsamen Prozess ein. Nächste Frage ist von JB. Wie bist du auf Montessori-Erziehung gekommen? Hast du Pädagogik studiert? Nein, ich habe keine Pädagogik studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, und zwar Volkswirtschaftslehre. Und mit der Pädagogik hatte ich nichts zu tun, bevor ich mein erstes Kind bekommen habe. Wir hatten einen sehr schwierigen Start mit meiner Tochter. Ich wollte unbedingt stillen, es hat nicht geklappt. Ich musste sehr lange stillen. Ich saß sehr lang, also gefühlt den ganzen Tag mit ihr und habe sie gestillt. Und in dieser Zeit habe ich angefangen zu lesen über die Neugeborenen, über die Kinder, über die Erziehung. Und die Pädagogik von Marie Montessori hat so eine Zustimmung in mir gefunden. Also wie gesagt, alles, was ich gelesen habe, habe ich nur mit dem Kopf, ja, 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 das stimme ich zu. Ja, ich weiß es nicht. Es lag mir total und dann habe ich angefangen, die Bücher von Maria Montessori zu lesen. Ich habe verschiedene Podcasts gehört. Ich habe Bücher von Montessori-Pädagoginnen gelesen und so weiter. Also es sind dann einige Informationen, die dann über die Zeit sich angesammelt haben und irgendwann habe ich einen Wunsch verspürt, diese Informationen mit anderen Mamas und Papas zu teilen, mit anderen Eltern. Und wenn ich jemandem helfen kann, dann freue ich mich sehr, weil es mir und meiner Familie enorm geholfen hat und in vielen Bereichen meinen Erziehungsstil auf jeden Fall beeinflusst hat und geformt hat. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen weiter. Ich habe hier ganz verschiedene Zweige. Diese Zweige zum Beispiel, die habe ich gekauft. Aber so andere Sachen habe ich einfach aus dem Garten genommen. Zum Beispiel das hatten wir im Garten. Also auch diese Red Robins, kennt ihr das? Diese Hecke, ja. Wir haben eigentlich nicht so viel davon. Aber die eignen sich wunderbar für Weihnachtskranz, weil das ist auch mit Rot, rote Äste und ich glaube, das wird gut aussehen. Anja Weber fragt: Hallo Nadja, planst du weitere Videos zum Thema Babyschlaf? Deine beiden bisherigen Videos sind sehr gut. Danke Tanja, es freut mich sehr, dass die Videos gut sind und für euch hilfreich sind. Ich freue mich immer, wenn ihr das schreibt. Tatsächlich habe ich 3 Videos geplant zum Thema Babyschlaf und im 3. Video wollte ich eigentlich unsere Ergebnisse berichten und zeigen, was wir ja erreicht haben, weil in dem 2. Video zum Babyschlaf habe ich unser Plan aufgestellt. Im Endeffekt, ja momentan, wir haben bereits seit einem halben Jahr, würde ich sagen, keine Probleme mehr mit dem Babyschlaf.
Andreas schläft jetzt durch und ja, ich kann auf jeden Fall noch ein Update-Video zu dem Thema machen. Die Sandra Hensel, wie verbringt ihr die Vorweihnachtszeit? Was bastelt ihr dieses Jahr? Und hast du ein besseres Rezept für Kekse aus deiner Heimat? Danke für die Frage, Sandra. Da haben wir jetzt keine besonderen Traditionen, was Vorweihnachtszeit angeht. Klar, wir backen Kekse immer und ja, ich mache das eigentlich auch schon seit 5 Jahren, mache ich immer so einen Kranz. Ich mache auch einen Weihnachtstürkranz vor der Tür, hänge ich und dekoriere natürlich sehr leidenschaftlich. Das mache ich sehr gerne. Ich mag eigentlich sehr zu dekorieren und ja, das macht mir total Spaß. Dieses Jahr hatte ich irgendwie spät die Stimmung dazu bekommen. In Ukraine gibt es keine Weihnachtsplätzchen, deswegen aus der Ukraine kenne ich das nicht, aber ich backe auf jeden Fall gerne mit meinen Kindern deutsche Plätzchen und ich zeige euch die Rezepte. Nächste Frage ist von Christina Tschernuschen. Hallo lieber Nadja, sind deine Kinder zur Krippe gegangen? Meine Tochter wird bald 1 Jahr alt und die Entscheidung fällt mir schwer. Soll ich sie mit 1 Jahr oder 1,5 Jahr zur Krippe bringen? Ja, meine Kinder sind in die Krippe gegangen und beide relativ im gleichen Alter. Der war ja 22 Monate alt und meine Tochter war auch 22 Monate alt, als sie in die Krippe gegangen ist. Und ich finde, das war perfektes Alter. Also Andreas war auf jeden Fall bereit. Der hat es sehr gut aufgenommen. Die ganze Eingewöhnung ging sehr gut. Und er geht sehr gerne hin. Und ich finde, das war auch passendes Alter. Mit 1 Jahr, ja, je nachdem, wie deine Situation ist, falls du die Möglichkeit hast, zu Hause noch zu bleiben und musst nicht arbeiten gehen, würde ich vielleicht doch mit 1 Jahr noch das nicht machen. Es hängt auch davon ab, wie das Kind, ja, was Trennungsangst angeht oder ob das Kind Trennungsschwierigkeiten hat. Jedes Kind ist individuell und die Eingewöhnungen sind sehr individuell. Deswegen ist es sehr schwer, so pauschal zu sagen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass es das Beste für das Kind ist, erst mit 3 Jahren in den Kindergarten abzugeben. Aber wer hat schon heutzutage die Möglichkeit, 3 Jahre zu Hause zu bleiben und Kinderbetreuung zu machen? Nächste Frage ist von Roberta Brotto. Hallo Nadja, wie organisierst du deine Behälter für die Aktivität, die du jede Woche, Tag, Monat deinen Kindern präsentierst? Danke für die Frage, Roberta. Ja, ich organisiere so, dass wir im Keller ein Regal haben, wo die Behälter stehen. Das sind durchsichtige Behälter von IKEA und ich beschrifte die kurz. Und jetzt stellen wir das Ganze ein bisschen um, weil jetzt mache ich eher so ein Spielzimmer für die beiden und ich mache das nach dem Montessori-Prinzip und da sind 6 Kategorien. Und zu diesen Kategorien gehören Sprache, Mathematik, Wissenschaft, Geografie, künstlerische, ja, Arts and Crafts, Malen mit Stiften, mit Farben, was noch, sensorische Bereich, habe ich jetzt 6 genannt, und praktisches Leben, genau. Ich werde dir nochmal hier einblenden. Und man könnte, also ich glaube, bequem ist es, wenn du diese Spielsachen, die Spielsachen deines Kindes nach diesen Kategorien organisierst, es irgendwo aufbewahrst, wo du Platz hast. Bei uns ist es im Keller und einfach dann viel einfacher diese Rotation machst, weil du kannst einfach aus dem Behälter Mathematik zum Beispiel neues Material rausholen und das alte reintun und es ist alles organisiert und ordentlich. Nächste Frage ist von Nadine Nordlicht. Ah, das ist eine lange Frage. Also sie beschreibt, dass ihr Kind ist ein bisschen schwierig. Es ist jetzt ein Kind in der Trotzphase, ist 15 Monate alt. Er macht sich steif, schwer, lässt sich nicht halten, will nicht mehr laufen, nicht in die Trage, nicht in den Kinderwagen und schreit sich quasi in Rage, wenn er etwas nicht bekommt, machen darf. Besonders wenn er müde wird. Leider ist es aktuell direkt nach dem Verlassen der Kita der Fall. Ja, also ich muss sagen, das haben wir auch mit Andreas, vor allem nach der Kita ist er total unzufrieden. Der ist einfach müde von dem ganzen Tag und ja, der ist auch unkooperativ, schreit, kann sich einfach auf den Boden hinsetzen, will nicht mehr laufen, er will getragen werden. Es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Kind A, übermüdet ist, B, einen langen Tag hat mit vielen Eindrücken, ja, mit 15 Monaten Kita-Alltag, das ist sehr viel für das Kind. Wenn sie dich sehen, wenn sie Mama sehen,
können sich sie eigentlich entspannen, können sie wieder sich selbst sein, die fallen, sie lassen sich so ein bisschen fallen, als sie einfach sich bei der Mama am wohlsten fühlen. Das ist eine sehr tolle Zitat, ich übersetze das kurz. Was als ein Wutanfall und ja, dieser Zustand, wo das Kind in Rage schreit, vorkommt, eigentlich bedeutet das, dass dein Kleinkind dir sagt, ich liebe dich so sehr, ich fühle mich so sicher bei dir und deswegen kann ich bei dir alles loslassen, was ich den ganzen Tag in mich gehalten habe. Ja? Und das ist eigentlich der Fall nach der Kita. Die Kinder sehen die Mama, die können sich einfach ausatmen, entspannen und dann kommt dieser Zustand, dieses Benehmen. Und das ist normal, denke ich. Was du machen kannst, ist unterstützen. Empathie ist sehr, sehr wichtig. Verständnis zeigen, einfach Kind in die Arme nehmen und ja, also es bringt nichts, irgendwas zu erzählen. Es bringt ihm nichts, irgendwelche Argumente zu sagen. Eigentlich in dieser Situation bringt das alles nichts. Am besten nichts sagen und versuchen, das Kind zu beruhigen, einfach indem man ja, ich weiß, du hast einen langen Tag. Ich bin für dich da. Ich bin einfach für dich da. Wir werden das zusammen jetzt überstehen. Abends ist wahrscheinlich auch die Müdigkeit, ja, wie ich ihn bereits in diesem Video erwähnt habe, zu Wutanfällen, Müdigkeit, Hunger. Das sind sehr große Faktoren und wenn das Kind müde ist oder Hunger hat, dann kommen die Wutanfälle einfach automatisch. Und wenn man das vermeidet, vielleicht musst du ihn ein bisschen früher ins Bett bringen und versuchen, Abendritual so ruhig wie möglich zu gestalten, dass das Kind einfach dieser Übergang von aktivem Spielen bis ins Bett gehen entspannt angehen kann. So, jetzt beantworte ich ein paar Fragen aus dem Instagram, damit man dort nicht zu kurz kommt. Clean Water BS hat gefragt, Windel komplett abgewöhnen, wie? Das ist ein sehr langsamer Prozess mit dem Windel abgewöhnen. Es geht, ja, es kann über ein Jahr dauern. Und eigentlich habe ich auch ein Video dazu geplant. Also auf jeden Fall, man sollte sich darauf einstellen, dass es ein langsamer Prozess ist. Man muss das Kind sehr gut beobachten, ob er Anzeichen zeigt. Es kann sein, dass das Kind an der Windel zupft, Windel ausmachen möchte. Das Kind fängt sich an, für andere Sachen zu interessieren. In diesem Moment muss man auf jeden Fall im Bad alles einrichten, damit das Töpfchentraining so erfolgreich wie möglich sein kann. Das heißt, man soll auf jeden Fall Töpfchen hinstellen, man soll auf jeden Fall einen Korb mit vielleicht diese Unterwäsche hinstellen, ein paar Lappen hinlegen, falls was daneben geht, was natürlich am Anfang sehr oft passiert. Es soll auch ein Korb sein, wo das Kind seine nasse Wäsche reintun kann und so weiter. Also auf jeden Fall muss man sich Gedanken machen, wie man das alles gestaltet. Man soll die Umgebung vorbereiten, ja, vorbereitete Umgebung und die Indizien von dem Kind erkennen. Und das Kind dabei unterstützen und jedes Mal zum Beispiel, wenn das Kind aufwacht, direkt das Kind auf das Töpfchen zu setzen. Und wenn man von der Straße zurückkommt, vielleicht gehen wir aufs Töpfchen, ja, so wie wir Erwachsene. Bevor wir ins Bett gehen, gehen wir aufs Töpfchen. Es gibt Routinen, die man implementieren kann und die helfen dabei oder dem Kind, sich langsam von den Windeln abzugewöhnen. Aber ich werde noch ein ganzes Video dazu machen und dann gehen wir jetzt weiter. Frena, Katharina, wann kommt Zimmer für Kindergarten? Wahrscheinlich meint die Katharina mein Klassenzimmer, also beziehungsweise ein Zimmer. Wir haben zwei Kinderzimmer. In einem Kinderzimmer schlafen die beiden Kinder momentan zusammen und aus dem anderen Kinderzimmer möchte ich ein Klassenzimmer, ein Spielzimmer machen, wo die beiden zusammen spielen und ich werde alles nach Montessori-Prinzipien gestalten. Ich werde die 6 Bereiche, die ich erwähnt habe, einführen und die Materialien entsprechend hinlegen. Auf jeden Fall bin ich noch im Prozess, also es ist noch nicht fertig. Wahrscheinlich im nächsten Jahr erst werde ich das filmen. Anna Greif fragt, wie alt ist Andreas genau? Andreas ist jetzt 23 Monate alt und er wird bald 2. Eigentlich hat er Geburtstag eine Woche vor Weihnachten.
Cute Blossom Cherry. Wie oft habt ihr als Paar nur Zeit für euch und seid ihr euch bei der Erziehung immer einig gewesen? Ja, wir haben leider nicht so viel Zeit für uns. Es ist echt ein Problem. Wir versuchen immer wieder Zeit zu finden, aber es ist nicht einfach, weil das Problem ist, wir haben keine Unterstützung in der Nähe. Also wir haben keine Großeltern, die in der Nähe wohnen und wir haben noch keinen Babysitter oder so. Also darüber haben wir uns bereits Gedanken gemacht, dass wir einen Babysitter auf jeden Fall finden sollen, damit wir auch ein bisschen Zeit für uns haben. Also momentan versuchen wir, oder wir hatten einen Versuch gestartet, ja, jeden Samstag so ein bisschen mehr Zeit für sich zu haben. Abends vielleicht mal gemeinsam einen Film gucken, was wir schon seit Ewigkeit nicht gemacht haben. Einfach mal sich entspannen, miteinander reden, weil manchmal kommt das auch sehr kurz. Ich habe jetzt auch angefangen zu arbeiten, obwohl nur Teilzeit, aber trotzdem hat man einfach wenig Zeit, wenn man zwei Kinder hat, Haushalt und Arbeit parallel. Und das ist auf jeden Fall etwas, woran wir arbeiten. Melissa Lingel, könntest du dir vorstellen, Vlogs auf deinem Kanal zu veröffentlichen? Das ist interessant, dass du das fragst, Melissa. Ich habe mir bereits Gedanken gemacht. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Habt ihr überhaupt Interesse an Vlogs? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr so ein Videoformat gerne mögt. Auf jeden Fall hätte ich mir gerne vorstellen können, dass ich zwei Videos die Woche mache. Ein Video wäre Vlog und ein Video so ein Video informativer Charakter, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Leider habe ich noch nicht so viel Zeit, um das jetzt umzusetzen. Wie gesagt, es kam noch jetzt Arbeit dazu und deswegen ist es ziemlich... Diese Idee ist erstmal aufs Eis gelegt, aber mich würde überhaupt interessieren, ob ihr Interessen habt an Vlogs. Und wenn ja, dann müssen wir schauen, ob das möglich ist. Hier habe ich schon angefangen mit den Zweigen, dass man doch ein bisschen mehr Weihnachtliche hier reinbringt. Dieser Gesteck ist ziemlich kunterbunt geworden. Wir schließen das zusammen ab. Und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf dein Feedback, ich freue mich sehr auf deine Kommentare. Wir machen das jetzt gemeinsam fertig und ich wünsche dir einen schönen ersten Advent. Baby, there's a lot of